Das Schloss in der Stadt war ein großer Magnet für mich. Es hatte immer etwas Großartiges zu bieten, nicht nur wegen der Bücherei im Innenhof. Der Eingangsbereich mit dem großen Eisenvogel auf dem Tor zum Innenhof des großen Anwesens wurde oft genau studiert. Wenn mich meine Mutter begleitete, um etwas in der Bücherei auszuleihen, redeten wir oft über die Zeit der Großeltern mütterlicherseits und ihrer Tätigkeit in den Pferdestallungen im Schloss Ratibor. Alle Türen im Innenhof wurden von uns getestet, ob vielleicht doch eine davon offen stand, um das dahinterliegende Geheimnis zu lüften. Für mich hatte der Schlossgraben die tollsten Verstecke, und um dort hinunter zu gelangen, musste ich immer an der Hausfassade hinabklettern. Es war nicht so schwer, denn die Fassade war mit Efeu zugewachsen und der gab guten Halt. Mutter kannte meine geheimen Wege in die Tiefen der Vergangenheit und meine Wege der Entdeckungen. Im Schlossgraben gab es immer viele Tiere im Gestrüpp, Vögel, die aufgeschreckt in den Himmel flohen und manchmal zur Attacke ansetzten, wenn ich mich einem Nest näherte. Die wirkliche Natur war sehr nahe in diesem Schlossgraben, und umso länger ich mich dort unten aufhielt, umso näher kam die Natur. Oft bewegte ich mich wie die Natur, sehr still und dem Glück nahe. Wenn meine Mutter in der Nähe einkaufen war, kam sie auf die Schlossbrücke und klopfte rhythmisch mit einem Stöckchen gegen die Steine. Ich trat dann aus der Natur heraus und freute mich über die Schokoriegel, die sie fallen ließ. Diese wurden in ein Stück Papier eingewickelt, das Nachrichten enthielt. Diese Nachrichten sammelte ich in einem Hohlraum der alten Sandsteinmauer am Schloss. Die Natur zeigte mir dort unten ihr Geheimnis, und die Stille der Natur war mir durch die mütterliche Stille vertraut. Es gab in diesem Schloss einen Hausmeister, ich nannte ihn Demo, und seine Frau bekam den Namen Spion, denn sie saß immer am geöffneten Fenster zur Straße hin und beobachtete genau, was draußen vor dem Schloss geschah. Die schönsten Geschichten aus dieser langsamen Zeit im Schloss wurden von Musik begleitet, die mir Herr Demo zum Besten gab. Es war dieses mechanische Glockenspiel im Turm, über zwei Stockwerke verteilt und weit ins Vergessen gerückt. Kaum jemand wusste davon. Oft hatte ich das Gefühl, dass nur dieser Herr Demo und seine Frau davon wussten, so wie meine Mutter und ich. Das Problem dieser Spieluhr war die empfindliche Mechanik und der Ort, an dem sie sich befand. Der Staub vieler Zeiten stellte sich dem Ton in den Weg. Schaltete man die schwerfällige Mechanik an, bewegte sich die Luft im Raum und hustete Wandputz und Staub in die Rädchen dieser großartigen Maschine. Alles ratterte in eine Richtung und wie von Geisterhand bewegt, legten sich die langen Eisenkabel über unzählige Umlenkrollen in der Maschine, um am Ende des Kabels den Glocken einen Ton zu entlocken. Die Töne bewegten sich wellig in alle Richtungen gleichzeitig. Es war faszinierend zu beobachten, wie diese Maschine zum Leben erweckt wurde und uns ein Lied spielte. Sie arbeitete wie ein Uhrwerk, und umso länger die Musik spielte, umso staubiger wurde es im Raum. Die Uhr am Schuldach hatte eine ähnliche Mechanik, etwas, das im Geräusch steckt und zum Läuten in die volle Stunde führt. Es war die Mechanik der Vergangenheit. Demo drückte den Knopf, auf dem das Wort aus stand, und jedes Rädchen blieb schlagartig stehen. Die Kabel entspannten sich und schwangen kratzend nach. Die Musik verstummte traurig, und Demo verhängte diese Musikmaschine mit weißen Leinentüchern, bis wir zurückkamen, um uns ein anderes Lied der Maschine anzuhören. Jetzt spielt sie keine Lieder mehr, denn im Schloss Ratibor gibt es keinen Hausmeister mehr. Doch wenn es windig ist, hört man den feinen Klang der Glöckchen über den Schlosshof lächeln.
Rot war und ist eine schöne Stadt für Kinder. Man hatte in den 80ern viele Möglichkeiten, seinen Nachmittag interessant zu gestalten und echte Abenteuer zu erleben. Unser Haus im Friedhofsgässchen war sehr groß und jeder von uns Kindern hatte ein eigenes Zimmer. Damals entschied das Zwischenzeugnis, wer das schönste Kinderzimmer bekam, und es ärgert mich heute noch, dass ich keinen Balkon wie mein Bruder hatte. Dann gab es dieses Esszimmer und diesen runden Tisch, an dem nie wirklich gegessen wurde. Ein großes Wohnzimmer, Küche, Bad und ein eigenes Büro für meinen Vater. Einen eigenen Zugang hatte der Brotzeitraum am Haus und dort trafen sich immer seine Stadtarbeiter, Freunde und Mitarbeiter. Vaters Büro wurde eingerichtet mit alten Möbeln aus dem Schullager, dem Ort meiner Träume. Meine Mutter hatte in der Volksschule Gartenstraße eine Putzstelle bekommen und wir machten, wenn sie dort arbeitete, unsere Schulaufgaben in verschiedenen Ecken der Gänge und Klassenzimmer. Es hatte etwas leicht Verbotenes, seine Schulaufgaben im Schulhaus zu schreiben. Mutter hatte aber immer ihre Hand über uns gelegt und ihr Ohr wie ein Segel aufgespannt, um jeder Frage, die wir stellten, nachzugehen. Es war sehr beruhigend zu beobachten, wie die Mutter in dem langen Flur mit einem überbreiten Besen entlang ging, um diesen zu säubern. Wenn sie nass reinigte, hatte man das Gefühl, dass im Flur ein See entstand, der alle unsere Geheimnisse hütete. Sie tanzte spielerisch durch ihre Arbeitszeit und wir im Gänsemarsch hinterher, wie Perlen aufgereiht an ihrer Seite. Manchmal brüllte das Radiogerät in endloser Dauerschleife und gab den Takt vor. Das war er dann, dieser gedankenlose Moment, das Glück.